Hallo Leute, herzlich willkommen zu Super Mario Bros. 3. Wir haben im letzten Part mit Welt 5 angefangen, haben an der Stelle aufgehört und ja, welchen Weg gehen wir am besten? Am besten eigentlich zu Level 3, weil ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es erst fortgeht und dann zu Welt 3. Ach, Welt 3 fängt ja gut an. Ja, wir müssen den Weg gehen, aber vorher müssen wir gegen einen Hammerbruder gewinnen. Okay, gegen zwei hätten wir aber nicht failen? Lol. Ich hätte damit gerechnet, dass wir jetzt übelst drauf gehen. Ja, okay. Das war Glück. Wir bleiben jetzt einfach so, nehmen jetzt keine, wir nehmen dann kein Item. Ich wollte jetzt eigentlich, bevor ich aufnehme, den Froschanzug und so, und na, weil ich gedacht hätte, ich würde gegen den Hammerbruder failen und egal, wir machen einfach weiter mit Welt 5, 3. So, Untergrund? Ne, doch nicht. Okay. Hä? Warte mal. Wir haben aber nicht im letzten Part zufällig das Level gespielt, oder? Wir kommen gerade ein bisschen bekannt vor. Gumba-Schuh. Ach ja, cool. Das finde ich geil bei Super Mario Bros. 3. Da gibt es diesen Schuh, ey. Den schützt immer. Damit schützt sich Mario vor, was weiß ich, irgendwelche Gegner, wie zum Beispiel Goombas. Okay, man kann sowieso. Ah, zum Beispiel auf Starrys kann man jetzt dann dafür tausch springen. Das finde ich irgendwie sehr cool, oder? Was sind das für Gegner? Ich habe dafür keinen Ausdruck dafür. Ich weiß nicht, wie die heißen oder so. Ich weiß wirklich nicht, wie die heißen. Könnt ihr mal einer irgendwie in Kommentare schreiben oder so, weil ich weiß überhaupt nicht, wie die heißen. Und die gibt, ich glaube, so eine Art, also sahen genauso aus, aber nur in einem anderen Design. Ach, Kacke, haben wir schon verloren. Egal. Die gab es ja auch in einem anderen Design, glaube ich zumindest. Hat das was gebracht? Eigentlich nichts. Naja, egal. Vorsicht. Erstmal warten. Okay, oder nicht, warte mal. Okay. Nein. Mein Gott, ey. Ich glaube, wir haben es jetzt verstanden. Wir gehen erstmal in die Röhre rein. Okay, haben wir. Geschafft. Oh, ich musste erstmal dann überlegen, bevor ich, weil ich habe, meine Kopfhörer sind irgendwie total am Arsch. Ich habe jetzt, von jemand anders habe ich jetzt einfach hier Kopfhörer genommen. Ja, das sind jetzt, glaube ich, meine, keine Ahnung, dritten Kopfhörer, warte mal. Ach. Ich schaff's auch immer wieder, irgendwelche Sachen kaputt zu machen. Hoffentlich ist jetzt beim Aufnehmen trotzdem jetzt der Endgame-Sound noch in Ordnung. Wegen den Testaufnahmen, die ich vorher gemacht habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass es jetzt gut klingt. Und was zur Hölle war das gerade? Hä? What the hell? What the hell? Was zur Hölle? Hä? Nein. Okay. Boah, was war das für ein Fail jetzt gerade, ey? Der war ja mal richtig billig. Der war noch billiger, als die Kick-Angebote. Nee. Mama Mia! Okay. Failen wir also schon vor den Wolken, also schon. Also da, was hier gerade unten rechts in der Ecke angezeigt wird, durch dem Turm, wenn wir da hingehen, ist wie so ein komischer Level, aber kein richtiger Level, das ist so wie so, so eine Verbindung zu den Wolken, also zum Himmel da hier.
Und ich kann euch sagen, wir werden, wenn wir dann da oben sind, noch mal failen, als wir es schon am Anfang gemacht haben. Weil privat, wo ich es gezockt habe, nicht die originale Version NES, sondern genau diese remakte GBA-Version, bin ich übelst oft gefailt, aber übelst. Aber ich glaube, bei einem Level, ey, habe ich... Nee. Oh Mann, das wird so genial. Oh Mann, ey. Ich freue mich jetzt schon drauf. Naja, mehr oder weniger, das war Sarkasmus. Wow, aufpassen. Gib den Pilz her. Danke, was ist das denn noch so? Das sind nur Münzen, okay. Ja, verdammt, ey. Boos sind auch wieder mal mit dabei. Nein! Ich wollte mich doch noch umdrehen. Nein. Was ist das für ein Scheißkassel? Nee, hilft ja gar nicht, kurz den Stern zu benutzen, ne? Jetzt schon? Nee, ich will den mir noch aufheben. Der Froschanzug ist eher am Boden scheiße. Richtig scheiße. Hoffentlich kann ich das wenigstens überwinden. Da! Und ja, ich habe gerade Facepalms gegeben. Mann! Ich habe gerade erst mal in den ungefähr 6 Minuten ein Level geschafft und von der Burg ein Viertel? Wenn überhaupt? Ja. Muss ich ein bisschen aufpassen, ey. Ich will nicht wieder verlieren. Okay, was heißt verlieren? Ich will nicht sterben. Sag mal einfach mal so. So, jetzt passen wir diesmal auf. Okay. Ich glaube, hier wären wir sicher. Okay, oder auch nicht. So, dann kann ich gleich durchrennen. Na, sonst war das immer so. Nicht hier, aber ich glaube irgendwo anders. Ja, mach mal jetzt einfach mal weiter. Sorry für den kleinen Cut. Ich hatte ein bisschen was zu essen gemacht und das hat zwei Jahre nicht verbrannt, aber ich habe das Essen gerochen und ja, ich bin schnell hingegangen und ja. Egal, mach mal einfach weiter. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Schön ruhig und nicht so Panik. Ey, Junge! Diese scheiß Bälle. Ja, komm, geh mir aus dem Weg. Okay. Renn. Okay, mehr oder weniger. Mann, das ist ja schon übelst scheiße, das Castle hier. Oh, nee. Okay. Ja, hä? Aha. Okay, ausgetrickst mehr oder weniger. Mann, hoffentlich schaffen wir das jetzt hier mit Bum Bum. Wir werden drauf gehen. Sowas von. Ich werde ihn einfach nicht angreifen lassen. Glaube ich zumindest. Ich will nicht angreifen. Wow. Willkommen, sterb endlich. Okay. Wow. Ich erstmal hochgesprungen ist. Voll den Schreck gehabt, wie so ein kleines Mädchen. Mein Gott. Ach ja, jetzt gibt es wenigstens jetzt so eine Verbindung dazu. Ja, ich möchte speichern. Ach ja, das ist immer noch jeder Box, so außerdem. Gehen wir erstmal da hin. Ich glaube, das war hier. Ja, genau. Oh, das Blatt wäre geil. Ah, nee, da bekommt man eine E-Ups. Aber je nach Wertung und so, was man gerade hat, das Blatt wäre cool. Wir haben schon fast 10 Minuten. Keine Zeit vergeuden, Mann, das ist überhaupt. Ach, egal, ich laber Scheiße. Konzentration! Scheiße, nein! Kacke!
Wenn ich Splat hätte, dann wären es sogar 7 Ups. Ey, cool, es wären trotzdem. Jetzt habe ich einfach irgendwas gedrückt. Das war aus Versehen. Ja, das wäre das Blatt gewesen. Ey, über sowas könnte ich mich die ganze Zeit aufregen. Ey, du versuchst irgendwas zu bekommen, hast Scheiße, und dann versuchst du random einfach so auf den Abknopf zu drücken, hast auf einmal das Rest, was du haben wolltest, richtig, aber oben mit der totaler Müll. Ey, ich weiß nicht, ob das euch auch so gegangen ist, aber mich hat das übelst aufgeregt. Oh nee, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich übelst laut rede. Ich habe jetzt auch nur einen drin stecken, damit ich weiß, es. What? What? Das war kein Treffer. Ja, nee. Ja. Ja, nix ist. Ja, hä? Das war doch kein Treffer. Das war nix. Und wir müssen nochmal. Jetzt schaffen wir es oder was? Oh nein. Nein, wir schnell. Geh wieder nach oben, bitte. Danke. Okay. So, jetzt kommen wir zum. Was ist das überhaupt so richtig? Ist das irgendwas? Es ist aber halt wie so ein Turm. Und so. Glaube ich zumindest. Das ist ein zweiter. Gib mir wenigstens den Scheißpilz. Na, ich bin doch gerade gesprungen. Was willst du von mir? Wow, das war knapp. Okay, hoffentlich ist es jetzt nicht so asozial, weil ich habe komplett keine Ahnung, wie es gerade aufgebaut ist. Auch von den Leveln her. Also die noch kommen. Wo wir das Let's Play angefangen hatten, wusste ich ja nichts. Ach doch, jetzt weiß ich's wieder. Ja, stimmt, hier. Das war der letzte Abschnitt, dann hat man es abgeschlossen und dann. Jo, geht's halt nach oben. Ah ne, ja, Fake hier. Das sieht man übelst, dass es nicht so hell ist. Das ist halt diese. Und es schimmert halt nicht. Übelster Fake. Ich hasse diese Mini-Mini-Kumbas, ey. Mit der kann man nicht richtig laufen, beziehungsweise rennen, dann läuft man nur so. Wie so eine Schnecke und dann. Ach, das ist übelst nervig mit denen, ey. Naja. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Achso, ja. Nee, jetzt ist es, glaube ich, der letzte Abschnitt. Oder? Okay, machen wir jetzt einfach weiter irgendwie. Ich habe zwar die Aufnahme irgendwie pausiert, aber weil ich aus Versehen das Handy irgendwie kurz ausgemacht habe oder so, irgendwie ist die Aufnahme total gestoppt, aber ich werde es einfach im Video-Editor bei YouTube einfach zusammenschneiden. Ne? So, jetzt sind wir in der Hölle angelangt. Naja, zwar ist nicht in der Hölle, auf den Wolken gegangen. Und jetzt geht der Spaß so richtig los, weil jetzt ist es richtig asozial, finde ich. Weil hier bin ich übelst oft gestorben. Hört es vielleicht mal auf oder so? Achso, dann halt nicht. Achso, wenn man auf den Drehteilen ist, dann wird man dann so weggeschleudert oder so. Irgendwie war das so komisch. Ja, es war so. Okay. Anlauf und Rennen. Okay. Schafft er den Sprung überhaupt? Oh, das wird schwer. Okay, nein! Jetzt wird's richtig asozial. Aber ich werde es so machen, dass dieser Teilpart nicht so lang ist, weil der erste Teilpart war 13 Minuten, glaube ich, ne? Und der wird, keine Ahnung, 8 bis 10 Minuten oder so, schätze ich mal, so ungefähr. Bleibt da drauf. Hä?
Ich hasse diese Teile. Ich mag die nicht. Die sind. Aber ich muss die zwei Teilparts so oder so veröffentlichen, weil bei Videoeditor kann man das ja erst vorher machen. Also, nee, danach. Also muss ich die zwei Dinger veröffentlichen, aber. Was war das gerade für eine Scheiße? Naja, jedenfalls, um es endlich mal zu sagen, bevor ich jetzt hier wieder faile, also bleibe ich jetzt erstmal so. Um das wenigstens dann jetzt zu sagen oder so, ich muss die zwei Teilparts sowieso veröffentlichen. Bevor das eh irgendeiner guckt, wird das eh lange dauern. Deswegen, das ist jetzt eigentlich der zweite Teilpart, aber dann, ihr werdet es dann später dann eher als nur ein Part sehen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, obwohl ich es passiert habe, aber weil ich es kurz Handy ausgemacht habe, ist anscheinend gleich gestoppt und nicht passiert, deswegen werde ich das im Video-Editor bei YouTube dann zusammenschneiden. Zufügen, ja. Also als eins quasi. Wird jetzt seit den. Warte mal, ich kann ja. Ich habe sowieso die P-Eichel, also. Ihr könnt mich mal. Ja, jetzt finde ich mich cool. Wenn ich jetzt dennoch fail, Alter. Das wär's noch. Wow, ich hab's gerade gesagt, das wäre fast wirklich passiert. Oh mein Gott. Okay, nee, ich lasse das mit dem Wasser. Ja, okay, ich bleib ja schon oben. Mein Gott. Jetzt kann man aber dafür nicht so viel im Level sehen. Okay, ist sowieso geschafft. Ja, noch so ein Drecksler-Kito. Ist klar, ne? Genau, sind ja schon mal 4 Minuten vorbei. Mein Gott, die Zeit geht schnell. Machen wir weiter mit Welt 5. 5? Ich denke schon. Och nein, nicht dieses Level. Ah, nicht dieses Level, nein. Gut, okay. Das habe ich jetzt einfach so herausgefunden. Das war Zufall. Och ne, wieder diese Mini-Gumbas. Ich hasse diese. Ja, natürlich. Ich habe den Gumba getroffen und nicht er mich. Oh, geil, gib her. Gib her. Warte mal, wie war das Verwandeln nochmal? Aha. Wie viele? 1, 2, 3, 4. Ne, fast 4 Sekunden. Ey, cool. Geil. Na, geh da rein, bitte. Danke. Es ist sehr cool. Nein! Jetzt hat das verkackt, ey. Och, Menno. Ist ja scheiße. Na, wenigstens haben wir jetzt ein Leben bekommen. Man bekommt wenigstens immer ein Leben, egal ob das so ein Müll ist oder so durcheinander ist oder nicht. Man bekommt immer mindestens ein Leben. So, ab ins Pilzhaus. Hoffentlich bekommen wir keinen Müll. Wähle alle treue Inhalt, wird dir auf deinem Weg nützlich sein. Ja, das war gerade voll die Bänder der Sprache, die ich Tod gerade gegeben habe, aber egal. Okay, wir werden. Dass ich irgendeine der Truhe öffne, in der nur Scheiße drin ist. Ich kann mich entscheiden. Ja, lass dir ruhig Zeit, weil, ja, es kann ja auch ruhig länger gehen, ne? Dann nehmen wir die Mitte. Okay, ist eine Feuerblume. Ist nicht so schlimm. Ach ja, das mit den Karten, ne? Jo, wieder was Neues, cool. Aber wie gesagt, am Anfang kannst du es eh fast vergessen, weil du musst immer so nachdenken. Wow. Okay, das war Glück. Ein ab. Okay, fail. Ach so, wenn man was aufgedeckt hat, dann hat man trotzdem immer noch die zwei Versuche. Eigentlich immer zwei. Aber wenn man was aufgedeckt hat, dann ist der Versuch quasi weg und man hat dort trotzdem immer noch zwei Versuche. Okay,
Okay, letzter Versuch. Noch ein Pilz. Nee, Mann, oder was? Das wär's. Okay, alles, was wir bekommen haben, ist bis jetzt ein Pilz. Okay, geht das mal weiter? Hier schon mal nicht. Ja, machen wir das schnell. Jo. Naja, Pilz, okay. Pilz. Ach Gott, lecken mich doch, ey. Ja, ach, ja, komm, ey, Fall. So. Mein Gott. Kurzen Prozess. Ich glaube, hier waren keine Münzen oder mal irgendwas drin, glaube ich, oder? 02 Innermüll. Diese komische Spielbox. Braucht ja fast keiner irgendwie, finde ich. Da schlafen nur die Gegner nur auf der Map ein. Also das. Nee, das bringt's nicht. Jetzt wollte ich gerade ernsthaft zu 5-7. Wir müssen ja vorher zu 5-6, wenn schon in der richtigen Reihenfolge, wenn es geht hier. Und wir haben mal wieder ein Scrolling-Level. Mal seit langem. Ach, diese komischen Käfer, die gab es schon vorher. Weil die gibt es nämlich auch in Dings, glaube ich. Nein, jetzt habe ich. Mama Mia! Jetzt wird sowieso schwer. Und Tanuki ist das Level übelst schwer, finde ich. Dieses Level finde ich übelst schwer. Wir hatten am Anfang des Parts 12 Leben. Wie viel haben wir jetzt? 2! 10 Leben! Einfach so weg! Und das Spaß. Durch sinnlose und peinliche Fails. Und man sich dabei denkt, wieso? Okay, noch ein Versuch. Mama Mia. Ein Versuch gebe ich noch, dann ist der Part vorbei. Das war ein Falschstein! Ernst! So. Okay. Dieses. Mama Mia! Was zur Hölle? Fuck! Tschüss.